Business Casual. Business oder Casual? Du hast dich schon immer gefragt, was Business Casual eigentlich ist. Ja? Business oder Casual? Für die meisten Leute ist es nämlich weniger eine Hilfe, sondern eher so ein Problem, denn die meisten Leute wissen gar nicht, was jetzt gemeint ist. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Exkurs in die Geschichte und starten wir erstmal damit, wie überhaupt dieses Business Casual zustande gekommen ist. Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte. Wie ihr wisst, war es ja damals so, dass Männer eigentlich immer Anzüge getragen haben. Ja? Egal, wo man hingegangen ist, ob zu einer Veranstaltung, ein Event, früher gab es keine Events, aber ihr wisst, was ich meine. Männer haben grundsätzlich immer Anzüge getragen, bis der Aloha Friday gekommen ist. Die Amerikaner haben nämlich den Aloha Friday ins Leben gerufen, um ihre Solidarität gegenüber der Hawaiianer zu zeigen. Und aus dem Grund durfte man dann freitags tatsächlich immer Hawaii-Hemden tragen. Und das wiederum war der Beginn der Casual Fridays. Und aus den Casual Fridays wurde dann der Business Casual Look. So, das war es jetzt erstmal zum Exkurs, wie überhaupt Business Casual entstanden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt Business Casual? Kommen wir jetzt mal zur Definition. Es ist natürlich nicht so wie Smart Casual, logisch, denn davor steht ein Smart und nicht Business. Wenn wir im Business-Bereich sind, dann bedeutet das, dass wir einfach ein bisschen formeller unterwegs sind, ein bisschen förmlicher, weil wir halt im Geschäftsbereich sind. Und apropos Geschäft, man kann sich das auch immer gut merken, Business, hier vermischt man die strenge Geschäftswelt mit der Casual-Welt. Also wir haben jetzt keinen megamäßig strengen Geschäftslook, keinen megamäßigen Business-Look, sondern einfach einen etwas legereren Geschäftslook. So kann man das ganz gut definieren. Anlässe für diesen Look wären zum Beispiel die Arbeit. Ja, wenn zum Beispiel auch nicht unbedingt ein Anzug gefordert ist, kannst du mit einem Business-Casual-Look auf jeden Fall performen. Was gibt es noch? Events, Veranstaltungen oder informelle Hochzeiten, da kannst du natürlich auch sehr gut einen Business-Casual-Look tragen. Business-Casual-Look. Business Casual Look, Business Casual Look. Aber Leute, nur weil es nicht so streng ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht so viele Regeln gibt. Und hier kommen wir direkt zu den Do's und Don'ts, was man beim Business Casual Look machen darf und was eher lieber nicht. Kommen wir jetzt erstmal zu den positiven Dingen, was man machen darf. Und zwar, das wären ein Anzug, ein Hemd. Das Hemd natürlich auch in die Hose stecken, denn wir sind im Business-Bereich. Dann Einstecktücher. Ledersneaker, aber nur Ledersneaker, wenn sie auch wirklich zu 100% sauber sind. Lederschuhe, selbstverständlich. Und wenn du magst, darfst du auch hier mal ein Button-Down-Hemd tragen. Kommen wir jetzt zu den Dingen, die man nicht machen darf. Das wären unter anderem Löcher in den Hosen, zu freizeitmäßige Sneaker, zu freizeitmäßige Jackets bzw. Sakkos. Was du auf gar keinen Fall machen darfst, sind zum Beispiel Flipflops. Und was du auch tunlichst vermeiden solltest bei Business Casual Looks, sind zum Beispiel Poloshirts, T-Shirts oder auch die ganz normale Jeans. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Parts durch, von Hose über Jackett bis Oberteil und auch Schuhe, die man beim Business Casual Look tragen sollte. Starten wir als allererstes mal mit der Hose. Die Hose sollte definitiv auf jeden Fall eine Stoffhose sein. Wenn du jemand bist, der nicht so viele Stoffhosen hat, dann kann ich dir empfehlen, einfach mal eine Anzugshose zu nehmen. Denn eine Anzugshose ist ja auch eine Stoffhose und die kannst du dementsprechend beim Business Casual Look auch anziehen. Von den Farben her empfehle ich dir zum Beispiel ein Blau, ein Grau, ein Khaki, ein Beige oder auch ein Dunkelgrau. Eignet sich bei Business Casual Looks sehr gut. Und Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, die Hose muss passen. Die muss einfach sitzen, deshalb achtet definitiv auf die Passform. Und da wir im Business-Casual-Bereich unterwegs sind, empfehle ich euch auch, auf das Material der Hose zu achten. Es soll bestenfalls ein hochwertiges, elegantes Material sein und die Hose selbstverständlich auch passend zum Jackett wählen. Übrigens, falls du weitere Tipps haben möchtest, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht und du dich einfach ein bisschen weiterentwickeln möchtest, dann check auf jeden Fall mal das E-Book Den Men Style Guide aus. Das ist ein E-Book mit Outfit-Tipps und Styling-Tipps und wenn du das gelesen hast, dann bin ich mir sicher, dann bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt nach vorne gekommen. Und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kommen wir zum Oberteil. Das Oberteil sollte definitiv ein Hemd sein. Bestenfalls vom Hemdkragen her ein Kennkragen und ein Haifischkragen. Und du darfst auch sogar hier ein paar Knöpfe öffnen. Nicht zu viel, wir zeigen nicht zu viel Haut. Wir sind ja immer noch im Business-Bereich, ja? Da zeigt man nicht ganz so viel Haut. Ein bis maximal zwei Knöpfe öffnen ist vollkommen okay. Und bevor du irgendwie ein Unterhemd runterträgst oder irgendein anderes Unterziehteil unter dem Hemd,
Ja, dann bitte die Knöpfe nicht aufmachen, damit man das Teil irgendwie sieht. Denn mach das Hemd dann lieber komplett zu. Denn wenn du ein Unterhemd oder sowas anhast und das durchblitzt, das ist weder cool noch Business noch Casual. Das ist einfach nein. Von der Farbe her würde ich euch empfehlen, einfach ganz normal als klassisches Weiß zu nehmen oder vielleicht auch ein Hellblau zu wählen. Und was die Muster angeht, ein feines Muster, zum Beispiel schöne feine Streifen, geht beim Business Casual Look immer ganz gut. Auch was die Struktur angeht, kannst du hier auch Hemden wählen, die ein bisschen Struktur haben. Es muss nicht immer das fein glatt gestriegelte weiße Hemd sein, sondern auch Hemden, gibt ja auch weiße Hemden, die ein bisschen Struktur haben, die kannst du beim Business Casual Look logischerweise auch wählen. Kommen wir zum Thema Schuhe, und zwar bitte hier Lederschuhe tragen. Die Lederschuhe sollten immer picobello sauber sein. Nicht dreckig sein, ganz im Gegenteil, sondern die müssen wirklich hochwertig und definitiv auch sauber sein. Und apropos hochwertig, ich empfehle an dieser Stelle, besser einmal Geld für einen richtig guten Lederschuh auszugeben, als fünfmal einen minderwertigen Lederschuh zu kaufen, den du dann irgendwann wieder in die Ecke schmeißt, weil der einfach nicht hochwertig genug ist und schnell ausgelatscht ist. Was Lederschuhe angeht, bestenfalls in braunen Wellen, keine grellen Töne oder so und auch keine grellen Schuhbänder. Das hat im Business-Casual-Bereich wirklich nichts zu suchen. Und ob Wildleder, Velourleder oder Glattleder, sei erstmal dahingestellt. Aber wenn ihr Lederschuhe zu Hause habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, so Schuhspanner in die Schuhe reinzuspannen. Dann bleibt der Schuh nämlich immer schön glatt. Und diese Schuhspanner kosten nicht viel, kosten auf Amazon ein paar Euro. Und die sind wirklich ihr Geld wert. Wenn es nicht ganz so formell sein sollte, ja, an einem Casual Friday in einem Business Casual Look zum Beispiel, dann kannst du möglicherweise auch einen weißen Ledersneaker anziehen. Aber nur dann, wenn der wirklich picobello sauber ist, bestenfalls auch keine Aufschrift hat, sondern wirklich einfach schlicht clean und auch so zum Anzug passt. Kommen wir zum Thema Sakko. Wenn du den Business Casual Look als Anzug trägst, dann wählst du logischerweise das Sakko passend zu deiner Hose, so dass du das Ganze auch als Anzug trägst. Falls nicht, geht natürlich auch. Dann kannst du zum Beispiel einen Sakko wählen, passend zu einer Stoffhose. Zum Beispiel diese Kombination, die ich jetzt hier gerade trage. Ein dunkelblaues Sakko mit einer hellen Chino. Das funktioniert auch immer super gut. Meine empfohlene Farben für Sakko wären zum Beispiel ein dunkelblau, ein hellblau könnte möglicherweise auch noch gehen. Oder auch ein dunkelrot oder ein dunkelgrün. Das passt immer ganz gut, wenn du jetzt nicht direkt die Hose vom Anzug an hast. Was die Muster angeht, kannst du hier frei wählen. Wenn du dich allerdings ein bisschen unsicher fühlst, was die Musterauswahl angeht, dann würde ich dir empfehlen, einfach einen schlichten Anzug zu wählen, beziehungsweise keine Muster oder wenn nur leichte Muster. Ich zeige euch jetzt nochmal die zwei Business Casual Looks, die ich für euch ausgewählt habe. Ist einmal dieser, den ich hier anhabe. Starten wir ganz unten. Das sind picobello saubere und weiße Ledersneaker. Dann dazu eine beige Chino. Darauf ein weißes schlichtes Hemd mit einem Haifischkragen und da drauf ein blaues Sakko mit einem leichten Muster und ein Einstecktuch mit einem schönen Rand als Kontur, was nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen ist. Oder das Ganze natürlich als kompletten Anzug. Da habe ich dann dementsprechend die Hose gewechselt und habe die passende Hose passend zum Jackett an und dazu dann auch hier die picobello weißen Ledersneaker. Tendenziell kann man hier aber auch ganz gut braune Lederschuhe anziehen. Das würde hier an dieser Stelle auch super funktionieren. Also Leute, es ist nicht immer ganz so einfach, wenn wir uns in diesen verschiedenen Welten bewegen, ob jetzt Business, Business Casual, Smart Casual oder nur Casual. Aber solange ihr meinen Kanal abonniert habt und meine Videos schaut, kann nichts passieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.